So, willkommen zur Bewertung des SummerSlam 2023 von mir. Das werde ich wie folgt machen, nach Punkten. Also pro Match gibt es halt eine gewisse Punktzahl und insgesamt gibt's dann halt, wird das dann halt berechnet. Ja, das machen wir so. Ich fand den SummerSlam 2023 eigentlich ganz okay. War nicht schlecht, die Matchcard war auch ganz gut, gucken wir uns gleich an. Ja, hat mir gefallen. Mir haben so ein paar Returns gefehlt, aber ja, trotzdem, das war eigentlich ganz gut. Da gab es schon so ein paar Highlights. Ja, das versuche ich jetzt öfters zu machen mit verschiedenen Events, auch wenn die schon waren. Also vielleicht wird es so eine kleine Serie. Fangen wir an. Logan Paul vs. Ricochet fand ich sehr cool. High-Flying-Moves waren vorhanden. Logan Paul konnte das gewinnen, auch wenn er es recht unfair gewonnen hat. Ich hätte Ricochet mehr gemocht als Gewinner, aber solide, gibt es von mir 3 Punkte für das Match. Fand ich eigentlich ganz gut, hat mich nicht viel dran gestört, außer dass Logan Paul hat gewonnen hat durch so eine Aktion mit dem Schlagring. Naja, aber gut, ist nicht so schlimm. 3 Punkte, denke ich mal, sind da angemessen für, weil Ricochet schon coole Moves gezeigt hat. Und ja, das ist das, was mich positiv gestimmt hat an diesem Match. Ja, und das war eigentlich recht solide, sehr gut. Also 3 ist eigentlich gut. So, dann kommen wir zum zweiten Match. Brock Lesnar vs. Cody Rhodes. Ich fand das Match super. Erstmal Brock Lesnar war super, die Fehde, es ist das dritte Aufeinandertreffen, die Fehde war super gut. Brock Lesnar hat ja Cody Rhodes den Arm gebrochen, wie er es bei anderen Wrestlern auch schon mal gemacht hat. Match war sehr gut, Match war sehr emotional, kriegt von mir 3,6 Sterne, besser als das erste. Gehört für mich zu den besten Matches des Abends, war besser als das Main Event Match. Und das zu Recht, also ich fand es wirklich sehr gut. Brock Lesnar hat Cody Rhodes respektiert, macht auch nicht bei jedem Handschlag oder Handschüttelung. Fand ich super, das Match. Das war auch so ein kleines Highlight. Da gab es auch mehrere Highlights, fand ich super gut. Kann ich nicht viel Negatives sagen, aber ist halt nur 3,6, weil ist halt Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Aber dass Brock Lesnar noch so schöne Auftritte hat, auch in den großen Main Events, finde ich schön. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Der Battle Royal war eigentlich ganz okay. Zum Beispiel The Miz war mit bei, Austin Fury, Ludwig Kaiser, Otis, LA Knight, der den Battle Royal gewonnen hat. Hier war auch Tommaso Ciampa und noch ein paar andere. Ja, dass LA Knight den Battle Royal gewonnen hat, war jetzt nicht so schlimm. Also ich wüsste nicht, wer jetzt lieber den Battle Royale gewonnen hätte. Das sind ja alles so ein bisschen, ja, mittlere Wrestler, mittleren Kader. Omos konnte sich auch nicht durchsetzen. Er kriegt von mir 2 Sterne, war jetzt nicht besonders. LA Knight hat den ja dann gewonnen. Ja, das sind so Wrestler. LA Knight wird jetzt ein bisschen hochgepusht. Austin Fury ist ja schon eigentlich als United States Champion so einigermaßen weit oben. Und ja, Shinsuke Nakamura wurde ja eigentlich fallen gelassen. The Miz wurde auch fallen gelassen. Also mit dem wird ja nichts mehr gemacht. Tommaso Ciampa wird eigentlich auch ein bisschen fallen gelassen. Nach NXT kam nicht mehr viel. Also, weiß nicht. Ja, nächstes Match. Shayna Baszler vs. Ronda Rousey. MMA Rules Fight. Irgendwie sowas. War okay, war eine schöne Abwechslung. Hat mir recht gut gefallen. Match 4 auf der Liste, 2 Punkte würde ich dem Match geben. War jetzt nicht das Supermatch, aber ja, es war wieder eine Abwechslung, mal eine andere Art von Wrestling. Wir hatten sowas schon in anderen Events. Sowas gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, aber es war halt nur ein MMA Rules Match, ja. Gunther vs. McIntyre. Gunther ist ja der Aufsteiger bei WWE, hat schon bei NXT UK abgeliefert. Und bei WWE wird es ja nur noch besser. Drew McIntyre, der Schottische Warrior. Das Match war unglaublich.
Das kriegt von mir 4 Sterne. Das ist das beste Match für mich vom Abend. Das fand ich so gut. Gunther konnte seinen Intercontinental-Titel verteidigen. Drew McIntyre hat sich stark geschlagen. Gunthers Intercontinental-Streak geht weiter. Mal sehen, vielleicht wird er der längste Intercontinental-Champion der Geschichte. Wir werden sehen. Ich meine, verdient hätte er's. Er hat ein sehr starkes Auftreten. Man kann ihm das eigentlich nur gönnen. Gunther ist ein Wrestler, also einer meiner Lieblingswrestler von 2023 bei der WWE. Also nur bei der WWE und ja. Nächstes Match, Seth Rollins vs. Finn Balor. Seth Rollins konnte seinen Titel verteidigen, seinen World Heavyweight Champion Titel, den der Triple H dieses Jahr wieder zurückgebracht hat. Finn Balor hat, also ja, er hat ja Unterstützung bekommen, so ein bisschen nicht ungewollt, aber er hat ja die Unterstützung bekommen. Das hat ihn aber nicht viel gebracht. Finn Balor hat den Titel verloren. Seth Rollins hat gewonnen. Solide. 3 Punkte. Also war gut, aber jetzt nichts, was ich von allen anderen Matches abgehoben habe. Solide. Fand ich ganz gut, das Titelmatch. Kann mehrere geben davon. Asuka vs. Bianca Belair vs. Charlotte Flair. Bianca Belair hat das Match gewonnen. Ja, ich habe ja Asuka sowieso nicht wirklich als Titelträgerin gesehen. Io Sky hat dann mit dem Money in the Bank Koffer, den sie gewonnen hat, eingecashed und hat sich den Titel geholt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie eincasht, ja, aber dass ich den Titel hätte ich nicht gedacht. Ungewohnt, aber je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr passt der Titel zu ihnen. Ihr Asuka hätte ich nicht unbedingt, fand ich nicht so gut als Titelträgerin. Bianca Belair hat den gewonnen eigentlich. Ja, und Io Sky hat den Koffer eingecashed und hat den Titel geholt. Das Titel kriegt von mir eine 3,8. Ganz solide, mal sehen, wie es jetzt nach dem Titelgewinn mit Damage Control weitergeht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, und oh, haben wir was vergessen? Ist jetzt hier nicht als Bild Roman Reigns vs. Seth Rollins, Roman Reigns vs. Jey Uso. Sehr enttäuschend. Fand ich nicht so besonders. Es war für mich eine Enttäuschung. Jimmy Uso hat seinen Bruder zum Schluss verraten. Es war wieder dieses selbe wie immer. Jimmy Uso hat seinen Bruder verraten. Ja, Roman Reigns hat gewonnen. Jey Uso hat eigentlich nicht in den Main Event gepasst. Das war so, als man hat ihn als Tag Team Wrestler direkt im Main Event gepackt, Singles Wrestler. Das hat bei anderen Wrestlern so ein bisschen funktioniert, aber bei ihm nicht wirklich. Ja, müsste man gucken, wie man das da noch besser macht. Fand ich nicht gut. Das war auch das schwächste Match. 2,5 Sterne gibt's nur. Traurig, also es war kein guter Main Event tatsächlich. Die Story war auch dann nicht mehr wirklich gut. Ja, ich finde die Bloodline Storyline ist jetzt eigentlich wurde kaputt gemacht dadurch, finde ich nicht mehr spannend. Ja, und das war's. Insgesamt kriegt das Event von mir 23,9 Punkte. Ich werde sowas nochmal öfters machen, auch mit älteren Events, vielleicht auch mit WrestleMania. Also ich hätte jetzt vor, die WrestleManias zu Event, also die WrestleMania Events zu ranken und da so eine Punktzahl zu geben. Vielleicht nächstes Video WrestleMania 38, was ja letztes Jahr kam. Mal gucken. Wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video. Bis dann.